Schönen Abend. Mir kommt ja das Schlusswort zu. Ich mache es dann auch etwas kurz, dass wir etwas Zeit haben zum Diskutieren nachher. Wir in der Schweiz waren ja schon etwas früher von diesen Diskussionen der Stadt und des kollektiven Erbes konfrontiert und hat auch unsere Ausbildung geprägt. Aber wir haben natürlich, als wir dann unsere Städte begonnen haben anzusehen, nicht die Geschlossenheit der Zeichnungen von Aldo Rossi wiedergefunden. Wir haben eigentlich eine fragmentierte Stadt gefunden, vielen Orten, und eine Stadt, die natürlich vor allem geprägt worden ist durch die Bauten der letzten 50 Jahre. Und das ist auch ein Erbe. Und als ich dann nach Hannover gekommen bin, war wieder so ein Erbe aus den letzten 50 Jahren. Das Sprengelmuseum hatte im Wettbewerb 1977 gebaut, in den 80er Jahren mit einer Erweiterung durch die Kölner Architekten Twist. Und wir hatten dann die relativ anspruchsvolle Aufgabe, eine Erweiterung zu planen. Eine Erweiterung unter der programmatischen Bedingung ohne Eingang. Der Eingang erfolgt also als Zusammenhang zum Bestand, zum bestehenden Museum, und hat dann höchstens diese Bollwerksituation im Vordergrund, die eigentlich zum alten Museum gehört. Also ein Museum, das so wie kaum etwas anderes diese späten 70er Jahre verkörpert, einerseits mit dieser künstlichen, artifiziellen Topografie mitten in der Landschaft und auf der anderen Seite eine Museumsstraße, die nirgendwo endet. Ich zeige es nochmal. Also es war irgendwie fürchterlich schwierig. Und zugleich ist ein Museum, das weiß Annette besser als ich, natürlich ein Museum, ein Haus mit ganz wenigen Augen oder Fenster. Wir haben eigentlich hier dann diese Loggias gebaut, die an dieser Fassade noch ein Innen-Außen-Verhältnis herstellen. Und ansonsten ein relativ monolithisches Gebäude entlang einer autogerechten Erschließung, sechsspurig, wie das in Hannover ist. Diese Welt, die uns aus dieser jüngeren deutschen Geschichte entgegenkommt. Ich gebe es gern zu, ich habe nichts vorzuweisen in Ziegel. Ich habe jetzt wieder neue Sachen in Holz, aber wir sind natürlich als Schweizer technisch dem Beton und dem Bauen im Beton sehr nahe. Und diese Auseinandersetzung heute hat natürlich sehr, sehr viel zu tun. Gelingt es uns, in diesem Material, immerhin das dominante Baumaterial, auch heute noch, es gibt kein so viel eingesetztes Material, vielleicht nicht in der Fassade, aber alle Keller, alle Wände, alle ist ja eigentlich ein sehr dominantes, sehr breites. Es wäre eine Hoffnung, Beton könnte das sein, was der Ziegel da in Potsdam war. Gibt es da eine Sprache für den Beton, die ähnlich vielschichtig ist, wie das eigentlich unser Ziegel gelernt hat? Und wir sind dann nach einer Runde gestartet, diese innere Struktur, die automatisch aus Beton ist, auch außen zu überlegen. Also ein Museum besteht ja nicht nur aus den Ausstellungsräumen, das wären die oberen, die natürlich idealerweise auch von oben belichtet sind, und unten eben Werkstätte aufweisen, die auf der Straßenseite abgesenkt sind und gegen hinten offen, und noch weiter unten die großen Lager, die in diesen Grundwassersituationen hineingebaut sind, also technologisch äußerst anspruchsvoll und natürlich damit ein Bau, der eigentlich die horizontalen Bauteile und die vertikalen Bauteile, ich brauche diese Beziehung, weil die was zu tun haben mit den raumbildenden Bauteilen, wie sie stehen, monolithisch.
monolithisch und auch die ganze Auskragung ganz einfach gelöst. Die querliegenden Wandscheiben lösen eigentlich die ganze statische Struktur des Hauptbaus. Also eigentlich für uns einmal mehr quasi die Frage des tektonischen Ausdrucks einer solchen Struktur, die das Monolithische des Eisenbetons zur Grundlage hatte. Und die Suche quasi, wie wir diese Relationen aufbauen, hat uns provoziert, in Deutschland eine Sichtbetonfassade monolithisch anzugehen. Ich war mir schon bewusst, dass das nicht ohne Schläge und Widerstände abgeht, aber es war eigentlich ein Ausdruck für ein Gebäude, das eben eigentlich wirklich seine Kunst innen hat. Und innen haben wir eben damit begonnen, dieses Monolithische des Eisenbetons eigentlich mal darzustellen. Sie sehen da im Blick diese entscheidende Verbindungsstelle zwischen Alt- und Neubau und in das hinein eben diese Museumsstraße führt und die neuen Abgänge durchgehen, also eine Art Korridor, aber auch eine Saalsituation. Und wir haben die geprägt durch diese große Figur dieser Rampe, dieser Kreisbewegung, dieser Rampe, die natürlich auf der die ganzen Kunsttransporte von bis mehr als 1000 Kilo stattzufinden haben und die natürlich auch alle Fluchtwege und Behindergängigkeiten aufhalten. Aber eine Bewegung, die eigentlich eine Art Zentrierung in ein neues Zentrum herstellt. Und selbstverständlich vom Material her, was waren eigentlich die großen Treppen, die kreisenden Bewegungen offen zu führen, bei Perret, bei Moretti, all die Bewegungen waren natürlich Eisenbetonkonstruktionen. Hier mit einer tragenden Brüstung versehen, dass diese freie Bewegung quasi über das Ganze diese Zentrierung erfährt. Darum war es einfach gar keine Frage beim Material, dass wir mit dem Eisenbeton bauen, in dieser Struktur, um diese Rampe überhaupt möglich zu machen. Das ist dann hier noch gut sichtbar. Oben die lange Museumsstraße, die endlich ein Ende findet, eine Aufnahme, die ist ja abgesenkt. Das ist eigentlich so diese Museumsidee gewesen der 70er Jahre, im Museum der Straße. Aber eigentlich hat das Museum durch die Topografie einen oberen Eingang gekriegt und die Straße war eigentlich immer leer und unten. Jetzt ist sie auch eine zweite Verbindung mit diesem Saal, der eigentlich ein Teil dieser Ausstellungskonzeption ist für den Erweiterungsbau. Also ich sage nur, der Bestand ist natürlich nicht nur als Ort, haben wir den vorgefunden, den anspruchsvollen Bestand, nicht die alten Ziegel, sondern die Eisenbeton-Brettschalungskonstruktionen dieser Museumsstraße. Und wir haben natürlich auch vorgefunden, eine räumliche Bedingung, diesen Bestand alt und neu eigentlich ineinander neu zu verweben. Das war eigentlich diese Aufgabe jetzt, dieses Museum zu denken, eben in einer Kategorie, in der eigentlich quasi die Frage des Materials sehr stark an diese räumlichen Strukturen gebunden ist. Sie sehen auch da dieser Versuch, in diesen diagonalen Wegbeziehungen solche Außenlodgers einzuschreiben. Das war eigentlich ein Versuch, eine Bewegung im Museum zu unterbrechen. Den Blick wieder noch einmal draußen zu machen, das Lesen des Katalogs oder das Entspannen nach der Konzentration. Dieser Weg, eigentlich als Ganzes zu führen, war eigentlich im Vorhinein klar. Und das war noch, das sind dann eigentlich einer dieser wunderbaren Blicke, die hintendran die wichtigste Beziehung des Museums klärt, das ist diese 3 Kilometer lange künstliche Seenlandschaft des Maschsees. Also das ist natürlich ein politisches Denkmal, jetzt hat es ja auch einen politischen Text da drin, weil wir Schweizer natürlich etwas weniger belastet umgegangen sind mit dieser
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme von 1934, die das Ausstechen des alten, aber schon vor dem Faschismus geplanten großen Seenanlage den direkten Blick eröffnen. Die Hannover lieben das, jetzt das Zentrum eigentlich, und darum ist eigentlich diese Blickbeziehung entlang der Bäume über die Straße hinweg, das Reflektieren des Sees, eigentlich eine wunderbare Kontemplation und Entspannungsraum, der jetzt auch in der Benutzung sehr gut angenommen ist. Aber Sie sehen da drin eine zweite Ebene, da ist eigentlich die Außenfassade in ihrer Struktur eigentlich reingenommen worden, also dieselbe Farbe, dieselbe Betonoberfläche hat sich quasi hier verkrallt in diese Innen-Außen-Bewegung. Eigentlich eine Art Lodger, die eben diese Außensituation manifestiert, ohne sie klimatisch herstellen zu können. Aber im Material war das natürlich diese Innen-Außen-Präsenz, die hier zum Ausdruck kommt. Und von da an spreche ich jetzt etwas technisch. Ich habe das immer extra gemacht in Hannover, dass ich gesagt habe, die besten deutschen Architekten, die mich interessiert haben, die waren tatsächlich Baumeister oder haben sich mindestens Baumeister genannt, wie Rudolf Schwarz, aber ja, Miese auch. Und um diesen Anspruch des Umgangs mit dem Material, eben dieses Baumeisterliche, noch ausdrücken zu können, dieses Wissen um die Gesetze des Bauens, die wir nur eben bei den Baumeistern und Handwerkern lehren und in der Zusammenarbeit mit ihnen und die wir auch an der Hochschule schwierig vermitteln können. Das war aber hier eigentlich der wichtigste Teil. Und das Monolithische an diesem Eisenbeton ist natürlich die Provokation, wie sie jetzt außen eine hängende, 65 Meter lange Situation lösen, einer Materials, das natürlich auch diesen Längen und Materialausdehnung unterworfen ist. Also es bewegt sich etwa 4 cm oder 40 mm plus minus, aber es bewegt sich natürlich hier in die Ecke raus und so und braucht hier diese Horizontalbewegung. Das haben wir eigentlich so bemessen und wir haben eigentlich etwas gefunden in der deutschen Kultur, das habe ich schon immer geahnt, das hat von auch die Bauingenieure, die Kooperation mit den Bauingenieuren in dieser Kultur funktioniert hervorragend. Wenn wir konstruieren, ist das eines unserer Stammbeine, das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn die uns alle abhanden kommen, nicht nur die Handwerker, sondern auch noch die Berufskollegen aus dem Bauingenieurwesen, weil so eine Fassade baut man nicht alleine. Und das war natürlich einer der Ausgangslagen, diese monolithische, oben aufgehängte, auf Gleitlagen funktionierende Tragwerksebene auszudenken, zu berechnen und eigentlich nachher in einer Fuge zu lösen. Und unser Sport ist natürlich vielleicht etwas anders als bei Helga Timmermann, die Fuge nicht zum Verschwinden zu bringen, sondern sie mitten zu inszenieren. Das war natürlich dann die Übersetzung quasi dieser Horizontalbewegung, die hier eigentlich an diesen Fugen sich auf diesen Gleitlagern hier nochmals horizontal bewegen kann. Also so das gewählte Außenmaterial mit einer Art sichtbaren Fuge zu inszenieren, das war so mein baumeisterlicher Stolz, dass ich die ja nicht irgendwie hinter Lisene zum Verschwinden bringe, sondern dass die eigentlich Material ist. Material des architektonischen, stofflichen Ausdrucks, wenn das gelingt. Das ist natürlich so dieser Anspruch, quasi diese Sachen eigentlich zum Mittel, zum Ausdruck zu erheben. Und das war natürlich auch das Zweite da drin, an dem wir sehr lange gearbeitet haben, ist diese Sichtbettung, Oberfläche, diese Art Werkstein. Wir mussten dann uns einigen, weil die Politik in Deutschland so ein hohes Gewicht hat, dass wir immer nur von Werkstein sprechen, nicht von Eisenbeton, weil wir eigentlich zurückgegriffen haben auf eine alte Tradition der Veredelung des Eisenbetons. Wir können sie auch hier sehen. Gestockte Oberflächen, Zuschlagstoffe, die gewählt sind, um diese Ausdruck
hervorzubringen. Also diese alte Tradition, die eben nichts zu tun hat mit Materialsuggerat, auch nichts zu tun hat mit Kautschuk oder was Semper alles befürchtet hat, sondern eigentlich die große Schule, die man bei vielen Baumeistern wie August Berry lehren kann, wie klingt man beim Beton, wie kann man mit dem Material diese Sachen hervorholen, und das ist hier eine Kombination von großflächig geschalten und geschliffenen Eisenbetonoberflächen. Dann wusste ich natürlich, jetzt kommen so die schwierigen Teile des unseren Beruf, also die anspruchsvollen. Und wie macht man eine Ausschreibung einer solchen Fassade, die noch öffentlich zu vergeben ist? Und wir haben dann eigentlich klugerweise verschiedene Versuche gemacht. Also der erste Versuch war natürlich eigentlich, die Schalungen zu untersuchen, wie wir diese Ausschalungen und Reliefwirkungen an dieser Fassade eigentlich formulieren. Das war das eine, also es ist ja ein gegossenes Material. Wir müssen wissen, wie wir das ausschreiben, wir müssen über das Wissen verfügen des Herstellens. Und das Wichtigste ist natürlich hier diese ganze Fähigkeit des Betonierens, und das bedingt die Schalung. Die Schalung war eigentlich das Musterstück, das wir dann übersetzt haben in eine Werkplanzeichnung. Also sieht jetzt etwas harmlos aus, aber die roten und die blauen Linien sind unterschiedliche Abläufe der Betonieretappen. Das ist alles vor der Ausschreibung. Wir haben festgelegt, auf welchen Höhen innerhalb von diesem Relief welche Schalungsdruck entsteht und wie wir eigentlich diese Stellen uns vorstellen zu können. Wir haben festgelegt, wo die Bindstellen sind. Die gehen ja durch. Das ist eine Innenschale, das ist also ein Verbund. Also Innenbeton, Dämmung und Außenschale. Die müssen durchgesteckt werden. Alle Bindstellen müssen vornherein innen schon festgelegt werden, und dass sie am außen richten brauchen. Also dieses Wissen um diese handwerkliche, also die Technik der Schalung und die Technik des Arbeitsablaufes war eine äußerst klare Voraussetzung an diesem Ablauf. Und das ist so das, was mich dann eben interessiert in unserem Beruf, dass wir tatsächlich über die Möglichkeit verfügen, solche komplexen Abläufe eigentlich ein Stück weit wirklich vorne wegzunehmen und so zu planen. Wir haben keine Bindstelle geändert in der ganzen Ausführung, mussten auch nicht, aber wir haben vorsichtshalber natürlich Tests gemacht. Kommt dann nochmal zurück, Test an solchen Mockups. Mockups, das ist etwas, was ich den jungen Kollegen mitgeben will. Manchmal braucht man die. Und zwar nicht nur für schön. Man braucht sie vielleicht, wenn wir da oben hinsehen, wenn dann in der oberen Aufhängung die Armierung so dicht ist, dann sehen Sie drin die Metallspirale, die eigentlich die möglichen Orte des Flippierens sicherstellt. Wenn Sie da die Verdichtung des Betons, wenn Sie keine SCC-Beton wählen, das ist in Deutschland wenig üblich, das ist dieser selbstverdichtete Beton, dann ist es eigentlich eine der hohen handwerklichen Schulen, wie man eigentlich optimal fibriert in diesen Arbeitsabläufen. Und da steige ich jetzt die schwierigste Stelle, da wo die 6 Meter hängen am oberen Fries, wie man eigentlich zwischen dieser komplexen Armierung, das haben wir getestet und ausprobiert, da sind wir natürlich ein Stück weit weitergekommen. Ich habe natürlich jetzt etwas verschwiegen, da gibt es ein architektonisches Thema dahinter. Das ist das Relief. Wir haben jetzt aus dem Ziegel gehört, im Ziegel ist das Relief eigentlich durch das Maß des Steins schon ein Stück weit gegeben. Wir können das immer wieder untersuchen, einen halben Stein raus, und das hat dann diese unheimlich schöne Spannung gegeben. Wir mussten und haben hier die Tiefe des Reliefs eigentlich selber untersucht, im Zusammenhang natürlich mit der Stärke des Wandaufbaus. Dieser unendliche Reichtum dieses architektonischen Themas, das zurückgeht nicht nur zu Schinkel, wir können alle alten Kirchenwände aus, die Blindfenster, diese Frage, das wieder einzuführen im Eisenbeton, war meine so Obsession.
können wir eigentlich hier eigentlich eine Fassade machen, die mehr ist als eine Schweizer Kiste, und können wir die Fenster, die wir da drin haben, wirklich in einer Art Meanderfigur zu platzieren. Das war die Arbeit, und da waren dann natürlich die Untersuchungen der verschiedenen Beimischungen, die verschiedenen Oberflächenbehandlungen. Die Schwierigkeit besteht natürlich bei so einer Fassade darin, wie man geschliffene Oberflächen und nur einfach ausgeschaltet zueinander sich verhalten farblich und in der Oberflächenreflektanz. Die Oberflächenreflektanz auch bei solchen Materialien wie Beton ist etwas vom Schönsten. Es ist natürlich für mich schöner als nur Reflektanz. Und wenn zwischen weich und an bestimmten Punkten doch leicht reflektieren, war natürlich vor allem in der Steigerung mit dem Schleifen eine Technik, die diese Oberfläche in unterschiedlichen Tiefenwirkungen noch steigert. Ich habe über das monolithische Material gesprochen, und ich zeige auch eine Untersuchung, die wir vor einem Jahr gemacht haben, weil plötzlich haben alle Risse gesehen an der Fassade. Und ich hatte einen Schock. Also es war eigentlich natürlich reißt jeder Beton, wissen wir ja, dass die Frage ist eigentlich, wie ist armiert, dass er diese Verteilung der feinsten Haarrisse hat, die keine Wassereindringung erlauben. Und das war die Vorgabe, die wir uns selber gemacht haben. Tatsächliche Rissbreite von 0,1 bis 0,15 mm. Das war unsere Vorgabe quasi im Zusammenhang mit der Armierung und mit der Ausschreibung. Und plötzlich Risse auf diese Art. Und die Risse sind entstanden, nicht als Risse, sondern als Oberflächenverletzungen beim Schleifprozess, die durch die Technologie des Abschleifens plötzlich diese Materialentfernungen nach sich gezogen haben und optisch Risse produziert haben. Also das ist jetzt so ein Ergebnis, das ist so ein neues Wissen, ich wusste das nicht, dass diese Technik des Schleifens viele Tücken hat, unter anderem eben die, dass man plötzlich solche Oberflächenverletzungen mit sich zieht, die eigentlich diesen Baustoff so anspruchsvoll machen, ihn zu diesem Ausdruck zu verhelfen. Ein Ausdruck, der natürlich sicherlich in der Patina, im Glanz zurückgehen wird, aber ihr seht, am Anfang war natürlich der Versuch, doch wieder der Blick zurück ins Zentrum. Vorne sieht man jetzt mal diese 70er, 80er Jahre Betonsituation mit der ganzen Eingangssituation und deren Ausdruck quasi alles einem einzigen Traum des Monolithischen quasi stattgeben zu wollen. Vielen Dank.